Rosita Potrek aus Schwerin, ihre persönliche Bestleistung 62,98 Meter, die stammt aber aus dem Vorjahr. In diesem allerdings hat sie auch die 62 Meter schon bezwungen. Und das könnte neue persönliche Bestleistung sein, wenn die Markierung stimmt. Und mit Startnummer 91, Angela Vogt. Das wäre ja dann ein Wurf jenseits der 65 Meter. Achtung, Lauterbach. Und noch ein Wort zu dem 200 Meter Lauf der Frauen. Die offizielle Siegerzeit für Fairbrügge ist noch besser. 22,07. Herzlichen Glückwunsch zur neuen persönlichen Bestleistung. 66,08 Meter für Rosita Potrek. Hat von den Favoritinnen nach Rosita Potreks überraschenden 66,08 Meter nur 60,42 Meter zustande gebracht. Petra Felke, die Jenaer Speerwerferin, wird der Wurf gültig gegeben. Jawohl, die weiße Flagge kommt, knappe 65 Meter. 5,7, Garak 8,31,77, das ist auch sehr gut. Klabun verbesserte sich, der ASK Mann auf 8,36,13. Bitte hier, Wolfhard Kupfer. Ein ungültiger Wurf war es von Andrea Junghans, einer 18-jährigen Speerwerferin der DHFK. Es ist ein 1500-Meter-Lauf gestartet worden, aber der braucht uns noch nicht in Aufregung zu versetzen. Es gibt hier zwei Läufe, erst der zweite vereint, dann die Klasse-Läufer. Ele Lösnitz von der DHFK, danach dann die Magdeburger Favoritin. Brigitte Vujak, unsere 704-Springerin, die Silberne aus Moskau, ist hier leider diesmal nicht dabei, sie hat ihr Baby bekommen. Aber wir hoffen, Sie dann, sobald es geht, wieder im Wettkämpferkreis zu begrüßen. Sigrun Siegel, die 6,99-Springerin aus dem Jahre 76, leider auch nicht dabei. Also denen gelten unsere Grüße. Der führt ja mit 2033. Das ist Sigrid Ulbricht, 6,85 Meter in diesem Jahr, übrigens hier im frühen Sommer in Jena auf dieser Anlage gesprungen. Das ist wahrscheinlich die Führung für die zehnte der ewigen Weltbestenliste. Mit diesen 6,85 übrigens. In der Brigitte Vujak auf Rang 3 steht und Gudrun Siegel auf Rang 6. Oh, eine schöne Verbesserung ihrer Jahresbestleistung und persönlichen auf 6,89 Meter. Aber wie läuft sie beim, wie geht's ihr beim Speerwerfen weiter? Das war wieder die Linkshänderin Rosita Potrek von Traktor Schwerin, aber sie hat nicht an die 66,08 Meter anknüpfen können. Ganz im Gegenteil, der Wurf landet nur knapp jenseits der 55 Meter Marke. Ziehens der Beine, die Höhe hat er glatt. So, das ist ein Wiedersehen mit Angela Vogt, der Olympiasiegerin im Weitsprung von Montreal. 76, damals 6,92, das ist immer noch Platz 8 in der ewigen Weltbestenliste. Heike Daute, die junge Jenaerin, sprang gerade 6,54. Das ist der momentan zweite Platz. Wir freuen uns, dass Angela Vogt vom SC Magdeburg wieder dabei ist. Willi Olfert hat ja dort eine starke Weitspringerin-Truppe, wie oft beisammen mit Sigrid Ulbricht und auch mit Angela Vogt. 6,45 Meter, das ist gut für sie. Denn auch sie hatte viele Probleme. Wir müssen jetzt auf die 1500 Meter achten, die jetzt mit Olaf Bayer gestartet werden. Ute Homolas, zweiter Wurf. Aber nur knapp 60 Meter. Mit Anlaufen werden wir das vermutlich blitzschnell nochmal dazwischen schneiden. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf den Zielsport der Ulrike Bruns und der Angelika Zauber. Und die Zauberin läuft auf und davon. Das ist erste Klasse. Schöne Zeit, unter 4 Minuten. Aber dank auch der zweiten, der Vizemeisterin, der Ulrike Bruns und der dritten, Beate Liebig und der vierten, Hildegard Ulrich. Die vier Damen haben hier ein klasse Rennen geliefert mit einer vorzüglichen Schlusszeit. Dieser jungen Dame, Angelika Zauber, Dynamo Berlin, zum ersten Mal unter 4 Minuten, 3,59,9.
während hier Rolf Beilschmidt zuerst einen Fehlversuch bei 2,27 hat. Angela Vogt, SC Magdeburg, die Olympiasiegerin von Montreal. Beim Weitsprung der Damen gibt es nichts Bewegendes Neues. Sigrid Ulbricht, die Clubkameradin der Angela, führt mit 6,89, bestätigte dies im zweiten Durchgang mit 6,72. Dann kam Christine Schiemer aus Halle auf 6,54. Die gleiche weiter hat ja Heike Daute aus Jena. Und Angela Vogt steht bei 6,45 Meter aus dem ersten Durchgang. Dies war also ein ungültiger Versuch eben von Angela Vogt. Und es werden jetzt bereits Staffelpräparationen getroffen. Die machen das Leben und Treiben hier an der Startkurve sehr unruhig. Dies wird leider auf Kosten der Hochspringer gehen, von denen sich jetzt, Achtung, Jörg Freimuth für 2,27 konzentriert. Er kommt aus einer sportbegeisterten Rathenower Familie. Alle Freimuths haben was auf dem Kasten. Sein Bruder ist ein talentierter Zehnkämpfer, sein Zwillingsbruder. Rosita Potrek, vierter Durchgang des Speerwerfens, noch immer führt sie mit den 66,08 Meter. Und es bleibt dabei, denn dieser Wurf ist wesentlich kürzer. Auf Platz 2 drängen sich zwei Jenaer Speerwerferinnen, Petra Felke und Antje Kemping, Meter 32. Und Odo Homola schob sich an die zweite Stelle mit 63,42 Metern, warf 2 Zentimeter weiter als Petra Felke. Jörg Freimuth. Gerade sind da die 4x400 Meter Läufer wieder vorbeigehuscht. Jetzt hat er einen Moment die Chance, sich zu konzentrieren. Das ist natürlich nicht ideal. Bitte nur noch einmal das Schlussresultat, also Hochsprung. Erster Beilschmidt und Landesmeister mit 2,24. Zweiter Freimuth, 2,24. Dritter Lauterbach, 2 Meter und 21. Ein 4x400 Meter Staffelrennen wird es auch für die Frauen geben. Das ist der nächste Laufwettbewerb. Beim Speerwerfen ist wieder Rosita Potrek erschienen. Das gibt es bei den Wurfdisziplinen eigentlich nur beim Speerwerfen, dass da jemand sich plötzlich auch mal um 5 oder 6 Meter gleich steigern kann. So etwas Ähnliches gelang der Schwerinerin, Steigerung von 62,08 Meter in diesem Jahr auf 66,08 Meter. Genau 4 Meter weiter warf sie als bei ihrem bisher besten Wettkampf. Sprung der Frauen ist der dritte Durchgang jetzt noch im Gange, die letzten Versuche, dann geht es ja erst in die Entscheidung. Unverändert Sigrid Ulbricht, Magdeburg, mit 6,89 Meter in Front. Andrea Findeis, auch eine Linkshänderin, eine Mehrkämpferin aus Halle. Bisher erst 56,22 Meter, da kam sie als achte und letzte gerade noch in den Endkampf hinein. Ute Homola und Petra Felke beenden dann den vierten Durchgang des Speerwerfens. Heike Daute, die talentierte, vielseitige Jenaerin im dritten Sprung. Ihre Jahresbestleistung steht bei 6,56 Meter. Und in diesem Durchgang, in diesem Wettkampf, kam sie schon auf 6,54 Meter. Hat diese Leistungsbereiche also bestätigt. Aber jetzt ungültig.
Es folgt dann Angela Vogt, dann die Heidrun Geißler und dann ist der Durchgang beendet. Ute Homolaswurf im vierten Durchgang. Die Weite von Findeis war 57,14 Meter. Angela Vogt. Ute Homola steigert sich weiter, jetzt auf 64,04 Meter. Petra Felke als Letzte des Feldes. Das ist Angela Vogt, dritter Sprung, ungültig, leider. Nur drei Staffeln im 4x400-Meter-Lauf, der SC Cottbus, der SC Magdeburg und der SC Turbine Erfurt stellen sich dem Starter. Ich lese hier auch den Namen Hildegard Ulrich mit im Aufgebot der Erfurterinnen. Kann mir aber kaum vorstellen, dass Hildegard nach dem 1500-Meter-Lauf schon wieder hier antritt. Aber Beate Liebig, die ja auch im 1500-Meter-Lauf sich so gut schlug, steht schon wieder bereit. Birgit Sonntag lief für die Cottbusserinnen an und brachte ihre Staffel in Führung. Beate Liebig für Turbine Erfurt schon weit zurückgefallen. Beim Weitsprung gerade die zweite der Konkurrenz, die Rostockerin Geißler. Just dort, wo jetzt die Damen vorbeilaufen. ...6,25 Meter waren es. Sie bleibt bei 6,58 auf dem Rang 2. Zwischen Eulenstein, Magdeburg und Hinz, SC Cottbus, wird dieses Spurtrennen gelaufen. Am nächsten Wechsel steht tatsächlich Hildegard Ulrich, übernimmt den Stab aber mit größerem Rückstand. Bei Cottbus nun zweimal Pfaff, Petra und Sabine. Die Hürden-Weltmeisterschaftsdritte und die Spartakiade-Siegerin Petra und Sabine. Aber Magdeburg weiterhin sehr stark mit Kirchner. Jetzt klare Verhältnisse schon. Magdeburg, Cottbus, Erfurt. Stichwort Erfurt, das ist auch einer vom Sportclub Turbine, Hans-Jürgen Jacobi. 19 Meter knapp. So, letzter Wechsel. Petra Pfaff im Rennen für die Cottbusserinnen. Und nun bin ich gespannt, ob sie die Juniorin Gickel aus Magdeburg noch erreichen kann. Für den SC Turbine Erfurt läuft Sabine Busch, auch die ist stark. Im vergangenen Jahr schon unter 52 Sekunden, da lief sie sich in die DDR-Spitze hinein. In diesem Jahr im Endlauf 52,03. Aber der Weg zur Magdeburgerin ist zu weit. Die Magdeburgerinnen scheinen diese Staffel im Handgalopp zu gewinnen. Um den zweiten Platz wird es noch einen Kampf geben zwischen Cottbus und Erfurt. Magdeburger Erfolg, dann Cottbus. Es ist Sabine Pfaff und Sabine Busch für die Erfurterinnen. 3 Minuten 33,85 Sekunden für die siegreiche Magdeburger Staffel. Achtung, Siegerehrung, Programm Herbst, Seite 25. Ute Richter, die Dresdnerin,
ihre persönliche Bestleistung 66,66 Meter. Aber die stammt aus dem Vorjahr. Diese Weite warf sie bei der Olympia-Qualifikation in Moskau. Sie kämpft auf jeden Fall und das muss man ihr hoch anrechnen. 60,28 Meter für Ute Homola. Und jetzt Petra Felke. Und den Speerwurf-Wettbewerb beschließt Petra Felke vom Sportclub Moto Jena. 6. und letzter Wurf. Und keine Veränderungen mehr an der Spitze. Meisterin ist Rosita Potrek mit 66,08 Meter vor Ute Homola 64,04 Meter. Platz 3, Petra Felke. Diese junge Dame heißt Gabriele Lößnitz, kommt von der DFK in Leipzig, hat auch den Endkampf erreicht. Petra Imke vom SC Turbine Erfurt sprang vorher gerade 6,42 Meter, hat ihre Jahresbestleistung nur um 3 Zentimeter verfehlt. Und jetzt Gabriele Lößnitz, danach dann Sigrid Ulbricht-Heimer. Dies waren ja nur knapp 6 Meter. Sigrid Ulbricht, also die 10. beste aller Zeiten. 6,89 Meter heute, eine Verbesserung von 4 Zentimetern. Ja, und damit kam sie doch den Jahresweltbesten sehr nahe, der Ramona Neubert, der Dresdner Siebenkampf-Weltrekordlerin, die ja schon 6,90 Meter schaffte, und der Rumänin Kusmir, 6,91 Meter. Sie überflügelte in dieser Jahresweltbestenliste die Polin Bordarczyk, die bei 6,88 Meter hielt. 1 Zentimeter mehr, also für die Magdeburgerin Sigrid Ulbricht-Heimann. Ihr Stern ging erst richtig im vergangenen Jahr auf und sie hat sich ganz kontinuierlich Zentimeter für Zentimeter verbessert, gesteigert und rückt den 7 Metern immer näher. Oh, schade, das war ein Sprung an die 7 Meter, aber übertreten. Die 7 Meter haben ja in der Welt bisher erst Wilma Badaus. Ah ja, und dazu Skatschko, UdSSR. 701, also 4 sind es, 3 sowjetische Athletinnen und Brigitte Wujak, die über 7 Meter gelangten. Auch diese junge Dame, Christine Schiemer aus Halle, hat sich erstaunlich verbessert und in diesem Jahr schon 6,66 Meter geschafft. Heute im Wettkampf bisher bei 6,54 Meter. Dritter Rang. Gültig. Windprobleme gibt es überhaupt nicht. Es ist nahezu windstill im Stadion. ...6,49 Meter, also so um 6,5 Meter herum, ist sie sehr beständig. Und Heike Daute, SC Motor Jena. Leichtathletik-Freunde, leider muss Udo Bayer vom ASK Vorwärts Potsdam wegen Verletzung seinen Wettbewerb aufgeben. Wir wünschen ihm rechtzeitige Genesung und gratulieren ihm für seine 21,44 Meter im dritten Durchgang. Eine Jenaerin mit Junghans hatte auch hier vor 32 Jahren triumphiert bei den 49er Meisterschaften, die aber noch als Zonenmeisterschaften deklariert waren. Aber damals waren es bescheidene Weiten, 1 Meter weniger, im Schnitt 5,5 Meter herum. Aber auch daran zu erinnern, ist gut, denn es ist ein Dank unseren Pionieren, eben den Leichtathletik-Pionieren dieser Zeit. Das ist eine schöne Leistung von der Junghans-Nachfolgerin, wenn man so will, von Heike Daute. 6,58 Meter, damit hat sie sich verbessert.
und nimmt jetzt gemeinsam mit Geißler den zweiten Rang ein. Nein, sie ist sogar besser wegen der besseren Zweitleistung. Also die Reihenfolge: Sigrid Ulbricht 6,89, dann Heike Daute 6,58 Meter und dann Heidrun Geißler Rostock ebenfalls 6,58 Meter. Dann Angela Vogt, die Magdeburgerin. Mit 6,92 von Montreal, aus dem Montreal-Jahr, also immer noch 8 Beste aller Zeiten. Es beginnt nun der 6. und letzte Durchgang im Kugelstoßen der Männer. Wieder ungültig, sie scheint noch nicht wieder anlaufstabil zu sein. Das ist Heidrun Geißler, die an dritter Position rangiert mit 6,58. Eine dynamische Rostockerin. Na, gültig war's, ja. Eine dynamische Rostockerin, jetzt aber die aus Hoyerswerda stammt, auch einem Ort im Bezirk Cottbus in der Lausitz, aus dem schon recht gute Leichtathleten und Sportler kamen. Und da hat sie sich verbessert auf 6,65 Meter. Das ist der zweite Platz für Heidrun Geißler, die ehemalige Hoyerswerdaerin. Gabriele Kressin aus Halle. Nächster Kugelstoßer von Siegmund Asker vorwärts Potsdam. Und im fünften Durchgang im Mannsprung. Kressin bisher an siebenter Stelle. Die achte nach dem Vorkampf. Nur 5,89 jetzt. Jedenfalls bestätigen die DDR-Weitspringen hier schon ihre traditionelle Stärke. Es sind ja auch in diesem Jahr 7 bereits über 6,50 Meter gesprungen. Im vergangenen Jahr im Olympiajahr, nun bei noch größerem Anreiz, waren es 11. 20 über 6 Meter in diesem Jahr, vergangenes Jahr sogar 30. 30 Athletinnen, die diese 6 Meter Grenze überwandern. Startnummer 125 ist Petra Imke aus Erfurt, vorhin 6,42 Meter. Na, der wird beklatscht und ist gültig. Früher Petra Pappler. Auch Steigerung auf 6,60 Meter. Diese Weitsprungkonkurrenz, die steigert sich hier zu einer Qualitätskonkurrenz. Petra Pappler-Imke zieht auf Rang 3. Achtung, Siegerehrung. Jetzt sehen wir Gabriele Lösnitz und dann anschließend wieder Sigrid Ulbricht, die Führende. Also 6,60 für Imke, 6,65 Meter für Geißler und 6,89 Meter für Ulbricht. Gabriele Lösnitz von der DFK, bisher 8. Gültig. Siegerehrung 1500 Meter der Frauen. DDR-Meisterin 6,23 Meter, auch gut. So, und nun Aufmerksamkeit für Sigrid Ulbricht-Heimann. In der ewigen Weltbestenliste rangieren ja außer den genannten sowjetischen Springerinnen und Brigitte Wojak noch vor ihr die Rumänin Kusmir, dann Angela Vogt, die Polin Vlodarczyk, Heidrun Siegel und die US-Amerikanerin Anderson, die auch wie Siegel 6,99 schaffte. Unter diesen 10 Besten aller Zeiten im Weitsprung der Frauen sind 4 DDR-Springerinnen. Auf
dem fünften Platz Birgit Brude, ASK Vorwärts Potsdam. Kurz zur Kugel. Hans-Jürgen Jacobi bisher 19,36 Meter als Bestes. Ungültig. Ulbricht. Herzlichen Glückwunsch. Gültiger Sprung. Nächstes erleben wir die 4x100 Meter der Auswahlstaffel. Aber wohl nicht ganz so weit. Auf der Bahn 3 die A-Auswahl mit folgenden Läufern. Holländer, ja, 6,46 Meter. Ihre 6,89 bleiben als Spitze und sind auch Spitze. Und auf der Bahn 5 die B-Auswahl mit den Läufern. Wir kehren noch einmal zum Weitsprung der Damen zurück, bevor wir dann die Sprint-Amazonen in ihrem Staffelwirbel erleben werden. Wir sehen Angela Vogt. Es tat sich wieder etwas, denn zwei junge Mädchen, zwei junge Frauen, Christine Schiemer und Heike Dauter, haben sich erneut verbessert. Christine Schiemer aus Halle auf 6,63 Meter und die Heike Dauter aus Jena nunmehr schon auf 6,59 Meter. Sie hat eine interessante Serie. Ich darf das erzählen, während wir auf Angela Vogt blicken. Heike Dauter 6,54, 6,46, ungültig 6,58, 6,59. Angela Vogt ist jetzt nur noch Sechste, glaube ich. Sechste, ja. Diesmal gültig. 6,48. 6,48, ja. Für Sie sind das auch beachtliche Weiten. Und nun die zweite der Konkurrenz, Heidrun Geißler aus Rostock. Wir sind im vorletzten Durchgang. Sie beschließt ihn und dann folgt der Schlussdurchgang. Heidrun Geißler, jetzt in Rostock, früher also Hoyerswerda, hatte auch 6,23, 6,58, 6,25, 6,65. Das ist stark. Na? Ja, die weiße Fahne. Sie hat unheimlichen Zug im Sprung. Vielleicht ist die Technik noch verbesserungsfähig. Vor allen Dingen in der Landephase. Wieder 6,55 Meter. Also eine ganz gleichmäßig gute Serie. So, und nun beginnt der letzte Durchgang. Es ist Gabriele Cressin, Halle. Und auf dem sechsten Platz Christian Köhn, SC Neubrandenburg, 2,10 Meter. Herzlichen Glückwunsch dem Sieger und dem Platzierten. Und die offizielle Siegerzeit für unsere A-Auswahl über 4x100 Meter für Männer, 38,97 Sekunden. Und nun also beginnt der letzte Durchgang mit Gabriele Cressin. Wird gültig gegeben, jawohl. Es sind nun bereits ja mehr oder minder die letzten Aktionen dieser 32. DDR-Leichtathletikmeisterschaften. Wieder einmal also in Jena. Wir haben guten und herzlichen Grund, den Jena-Gastgebern vom SC Motor Jena, von der Stadt Jena, allen Freunden und Helfern der Leichtathletik hier zu danken für diese schönen, für diese ereignisreichen und rundherum angenehmen Tage. Petra Ehmke, früher also Petra Pappler, die sich vorhin bei 6,42 auf 6,60 steigerte. Damit ist sie im Augenblick Vierte. Ja, auch gültig. Unsere Trainer, unsere Verantwortlichen werden die Bilanzen dieser Tage ziehen, werden dann die Leichtathletik-Nationalmannschaften der DDR nominieren. Hier 6,53 Meter, auch gleichmäßig gut. Nominieren für das kommende Wochenendereignis Europacup-Finale in Zagreb in Jugoslawien. Und jedermann, der sich für die Leichtathletik interessiert, weiß, wie schwer da die Aufgabe für unsere Asse werden wird. Und wir wollen sehr, sehr hoffen, dass Ihnen Jena mit diesen Tagen, mit diesen Taten half, sich diesem wichtigen Ereignis
leistungsentscheidend, weiter zu nähern. Nochmals Gabriele Lösnitz von der DHFK. Ungültig. So, und nun Sigrid Ulbricht. Dass Jena eine Leichtathletik-Hochburg ist, wissen wir seit Jahr und Tag. Das beweisen die Leistungen der Göhr und Wöckel und Beilschmidt dieser Tage, der Stecher und Fuchs und so weiter früherer Tage. Ich nenne diese wenigen Namen stellvertretend für alle. Dass sich die Jena für Leichtathletik interessieren, wussten wir auch. Es wurde erneut bewiesen. Gestern 15.000 Zuschauer, heute 17.000 bei diesen Entscheidungen der 32. dabei. Diese 17.000 schauen noch einmal auf die Führende im Weitsprung, auf die 6,89 Meter Springerin Sigrid Ulbricht aus Magdeburg. Halt, es ist Christine Schiemer. Demnach verzichtet Sigrid Ulbricht auf diesen letzten Durchgang und dies vermutlich auch im Hinblick auf ein Schonen für die kommenden Zagreb-Taten. Schiemer sprang gut. Wie weit wird sie an die 6,89 von Sigrid Ulbricht herangekommen sein? Ich glaube, an die 6,70 können es gewesen sein. 6,67 Meter für Christine Schiemer aus Halle. Zweiter Platz. In der Dichte der Führenden also ein ausgezeichnetes Weitsprungergebnis. Noch drei Sprünge folgen. Heike Daute, Jena. Heike hat bisher als Bestleistung 6,59. Dies ist der fünfte Platz. Leistung anlässlich dieser Meisterschaften wird ausgezeichnet bei den Frauen Ellen Neumann für ihre Leistungen über 400 Meter Hürden, die zweitbeste Leistung, die jemals erzielt wurde. Gerade wird Ellen Neumann ausgezeichnet mit dem Ehrenpreis des Generalsekretärs des ZKDSED und Vorsitzenden des Staatsrates Erich Honecker für die beste Frauenleistung dieser Tage. Olaf Bayer hält sie für die Männerleistung, also die 400 Meter Hürdenläuferin und der 800 Meter Mann. Aber was hat hier zwischendurch während dieser Ehrung Heike Daute gezeigt? Das war ein guter Satz. Auf jeden Fall persönliche Bestleistung der jungen Thüringerin. Wie weit Heike Daute? Also die Weitspringerinnen steigern sich ausgezeichnet. Na, da tat sich was. Achtung, Achtung, was war da? Noch ist keine Weite für Heike Daute angegeben worden. 6,91 Meter. Damit führt sie und rückt an die 10. Stelle der Weltbestenliste aller Zeiten vor Sigrid Ulbricht Heimann. Gleich auf nun mit der Rumänin Kusmir. 6,91 Meter. Da sie Juniorin ist, registrieren wir dies zudem als Junioren-Weltrekord. Heike Daute, SC Motor Jena. Ein herrlicher Schlusspunkt der Jena-Tage mit dieser Leistung einer jungen Jenenserin. Dies war der Sprung noch einmal aus unserem Archiv. Nun haben Sie sich von dieser hervorragenden Leistung von Heike Daute... Vorletzte Athletin Angela Vogt, die Olympiasiegerin von 76. Im Augenblick Sechste der Konkurrenz. Mit den Läuferinnen Annelies Walter, Bärbe Böckel, Gesine Walter und Mann. Tja, Sigrid Ulbricht Heimann wird sich schon geschont haben im Hinblick auf das Kommende und wird mit Sicherheit auch gedacht haben, den Meistertitel zu besitzen mit 6,89. Aber nun um 2 Zentimeter übertroffen. Der dritte Ungültige für Angela Vogt. Und dann noch Heidrun Geisler. Ich gebe noch einmal, bevor wir uns der Frauenstaffel dann zuwenden, das vorzügliche Gesamtresultat des Weitsprungs. Heike Daute, ganz tolle 6,91 Meter.